Abend dann kommen werde, ich bin richtig gehypt, richtig gespannt. Das Mindset das Wichtigste ist. Nochmal brave, keine Kamera, bitte. Prost, bitte Video, Prost. Servus, Sandro. Servus. Leute, dort oben bin ich einmal gesessen. So Leute, heute geht's in einen ganz, ganz spannenden Ort zu Sandro Stadelmann, Investor im Immobilienbereich, dreifacher Buchautor, Self-Made-Millionär und vor allem eine richtig starke Persönlichkeit vom Mindset her, von seiner Haltung. Und ich bin schon echt gespannt, welche Inspirationen er heute uns teilen wird. Wir sind auf jeden Fall im Weg, gerade nach Wien. Und ja, einfach dabei sein und wir werden auf jeden Fall richtig Top-Content liefern. Das heißt, unbedingt dabei sein, unbedingt Inspirationen mitnehmen, aufschreiben, notieren und dann kannst du dein Leben genauso auch transformieren. Nimm die Inspirationen mit, was vom Sandro dann kommen wird. Ich bin richtig gehypt, richtig gespannt und let's go! Servus, Sandro. Servus. Freut mich. Hereinspaziert. Wir haben es gut geschafft nach Graz, hey, du. Schon verkabelt, super. Kommt genau. Einen wunderschönen guten Morgen, die Herren. Ja, wünsche dir auch. Wie war Marvin, wie war die Fahrt? gut. Hau dir mal her. Du, ich mir gedacht, wir kommen irgendwann um 40 oder 45 an, aber hat alles gepasst. Perfekt. Genau, ihr wächst, ich filme noch ein bisschen an den Vlog und dann auch genau den Podcast eben. Super. Was steht am Plan? Was habt ihr vor? Naja, jetzt einmal einfach unseren Podcast, unseren inspirierten, haben wir eine coole Location da. Absolut, also mein ich verstehe auch Wohlstand und Reichtum jetzt nicht irgendwie mit Bling Bling und lustig. Klar, goldene Rolex ist natürlich schön, aber das ist jetzt für mich nicht der eigentliche Luxus. Der eigentliche Luxus bei mir ist die Freiheit, dass ich zum Beispiel mir morgen in einen Flieger sitze, für 3 Wochen nach Dubai fliege, dann zurückfliege, dann nach Mallorca, wenn ich will, dann fliege ich, keine Ahnung, weiter nach Bali oder was auch immer. Das ist halt für mich Freiheit und Luxus und einfach Komfort und dafür habe ich lang sehr hart gearbeitet. Also ich hab damals gestartet, 2015, als Elektriker-Lehrling. Ich wollte es nicht machen, ich habe nie ein handwerkliches Talent gehabt. Aber meine Mutter hat mich sozusagen dazu genötigt oder sagen wir so, dazu überzeugt. Sie hat einfach gesagt, entweder, ich bin in Vorarlberg aufgewachsen bei der Mutter, mein Vater hat in der Steiermark gelebt. Sie hat gesagt, entweder beginnst du jetzt zu arbeiten und kommst selber für deine Kosten auf oder du ziehst zu deinem Vater in die Steiermark. Also auch der Weg zur Freiheit am Anfang. Ich möchte mir einfach ein Leben aufbauen. Ich möchte nach Dubai, ich möchte nach Bali. Dieses Leben einfach von Freiheit. Es geht gar nicht um die Rolex, wie du vorher schon gesagt hast, aber einfach dieses Gefühl, frei zu sein und es mit dem Menschen zu teilen, die du liebst. Das Mindset das Wichtigste ist. Also so die Mindset, die Geisteshaltung, wie du Dinge denkst, wie du über Dinge denkst, wie du über dich selber denkst, deine Prinzipien, deine Werte, also alles so zum Thema Mindset, das richtige Mindset das Wichtigste ist, weil es fängt immer da oben an. Alles ins Auto zurückräumen, Leute. Was für ein geiler Podcast und jetzt haben wir sich, glaube ich, was verdient in der Sonne, am Schwedenplatz in Wien, was zum Essen. Deswegen öffne ich einmal die Tore Wiens. Was geht ab, Wien? So, nochmal brave, keine Kamera, bitte. Prost, bitte Video, Prost. Okay. Vielen Dank. Vorher mal ein richtig inspirierendes Gespräch mit dem Sandro. Voll viel Deep Talk, Mindset. Und jetzt vorher gerade eine interessante Persönlichkeit gefragt, ob das Wetter nicht heute schön ist. Hat leider kein Englisch gesprochen, hat leider kein Deutsch gesprochen. Und zum Schluss so, wenn du mich filmen willst, dann Money, okay, Money. Und dann habe ich mir gedacht, okay, willkommen in Wien. Okay Leute, vorher wie gesagt ein richtig toller Podcast. Jetzt sind wir da am Schwedenplatz. Top Wetter heute in Wien. Und wir haben auf jeden Fall ein bisschen was auch zum Essen, damit wir nicht komplett verhungern. War ziemlich intensiv der Podcast, viel Energie, aber auch so viel Inspiration. Also unglaublich, wirklich top.
sei gespannt auf den Podcast. Ich werde es auf jeden Fall verlinken unter dem Video, unter diesem Vlog. Genießen wir einfach noch ein bisschen die Zeit hier in Wien und dann geht der Abflug zum nächsten Termin. Teile das mit jemandem, der die Inspiration von dem Video unbedingt sehen möchte. Dann können wir groß wachsen, gemeinsam einfach groß was zu bewirken. Und ich sage jetzt einmal Mahlzeit. Leute, dort oben bin ich einmal gesessen. 31. Dezember zu Silvester im Endeffekt mit meinen Eltern. Ich hatte kein Geld, absolut kein Geld und habe für diesen Tag 750 Euro ausgegeben für einen Tag, damit ich meinen Eltern gemeinsam einen coolen Abend verbringen kann zu Silvester. Und ja, sind die Erlebnisse, die ihn dann auch irgendwie prägen, weiter Gas zu geben, motiviert zu sein, seinen Weg weiterzugehen, um erfolgreich zu werden, um einfach solche Momente noch viel, viel öfters zu generieren. Und ich denke, Erfolg gibt dir einfach Freiheit. Geld gibt dir Freiheit. Es reden so viele Leute einfach über Geld, dass es schlecht ist. Geld ist nur Energie. Es ist nur Energie und die Frage ist, wie setzt du diese Energie ein? Und deswegen immer erst das Mindset entwickeln, weil wenn du das Mindset entwickelst, kannst du auch mit Geld viel, viel besser umgehen. Gib einem, der arm ist, Geld, was passiert? In ein paar Wochen ist das Geld wieder weg. Warum? Weil er kein Mindset hat. Er weiß nicht, wie er damit umgeht. Er weiß nicht, wo er es investiert. Und das ist das Wichtige, also immer am Mindset dran arbeiten. Am liebsten würde ich zu jedem hingehen, Leute, und einfach nur mal so, wach auf. Wach auf, weil du verpasst im Endeffekt das ganze Leben, wenn du nicht mehr vom Leben willst. Hört sich jetzt blöd an, aber an sich 90% von den Menschen, was wir da sehen, sind unglücklich, haben keine Perspektive im Leben, wissen nicht genau, wo sie hinwollen. Warum? Weil sich keiner mit Mindset, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und jetzt als Frage, woher willst du wissen, wo du in dein Leben hingehen möchtest, wenn du nicht weißt, wer du bist? Und um zu wissen, wer du bist, brauchst du Persönlichkeitsentwicklung, du brauchst das Mindset. Ja, das unterscheidet dann einfach die erfolgreichen von nicht erfolgreichen Menschen. Und ich sage mal so, ich bin einfach auf dem Weg. Ich bin nicht erfolgreich, aber auch nicht erfolgreich, würde ich sagen. Weil es an sich sowieso Attitude ist. Es ist einfach Mindset-Erfolg. Und der materielle Erfolg kommt dann sowieso in Zukunft. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Das Ding ist, normalerweise, wenn du einfach so die Straße rumgehst, schaut dich keiner an. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man so ein fettes Teil hat, leider siehst du das gerade nicht, aber vor einer Kamera mit einer Gimbal, bekommst du einfach gleich mal alle Blicke so. Ganz, ganz spannende Inspiration vom Sandro im Podcast war, und zwar den Werten immer treu zu bleiben. Also zu wissen, für was du stehst, eben auch was er im Podcast gesagt hat, seine Werte. Und auch zu achten, mit welchen Menschen du dich umgibst, weil das sagt auch sehr, sehr viel über dich aus. Und gerade eben auch bei mir, meine Personal Brand mal aufzubauen, ist mir sehr, sehr wichtig, mit guten Werten. Und deswegen, ja, top Podcast. Jetzt sind wir gerade auf dem Heimweg raus von Wien. Und dann geht's weiter mit Work, Work, Work. Träume groß, handle mutig und erreiche Unmögliches. Das ist so die Guide, die Strecke, wie du zu deinem großen Ziel gehst. Es beginnt immer damit, groß zu denken, groß zu träumen. Und mit dem großen Träumen musst du natürlich auch was tun. Du darfst dafür jeden einzelnen Tag alles geben und Entscheidungen treffen, die mutig sind. Mut ist ja an sich, jeder Mensch hat Angst. Die mutigen Menschen gehen durch die Angst hindurch. Das heißt, mutige Entscheidungen treffen und dann Unmögliches erreichen. Was heißt Unmögliches erreichen? Für die meisten Menschen ist es unmöglich und unwahrscheinlich, große Erfolge zu haben, viel Geld zu verdienen, große Freiheiten zu haben, zu leben, wo du willst. Das ist alles unmöglich für viele Menschen. Aber es ist möglich, wenn du mutig handelst und groß träumst.